In unserer letzten Folge aus unserer Blockchain-Reihe sprechen wir über das Thema Kryptowährungen. Tim, viele Leute setzen ja Blockchain mit Bitcoin gleich. Ist das das Gleiche und was hat das alles mit Kryptowährungen zu tun? Kannst du uns dazu heute mal ein bisschen was erzählen? Ja, also Bitcoin ist tatsächlich als dezentrales Zahlungsmittel entwickelt worden, weil die Macht von Banken irgendwo aufgebrochen werden sollte. Das hatte damals noch so ein bisschen anarchistische Hintergründe, ist heutzutage aber durchaus im Mainstream angekommen. Und Bitcoin ist aber nicht gleich die Blockchain, was viele denken. Also die Technologie, die Bitcoin zwar zugrunde liegt, wurde zum ersten Mal eben auch in diesem Use Case angewandt, aber das eine ist nicht das andere. Und Bitcoin ist eigentlich aktuell nur ein Zahlungsmittel und nichts anderes ist Bitcoin. Und viele nutzen es tatsächlich aktuell auch, um so ein bisschen Geld anzusparen. Manche haben es verglichen mit dem neuen Gold, weil viele es als Wertanlage verwendet haben. Also sie haben halt viele Tausende, Millionen Euro in diese Wertanlage gepackt, in der Hoffnung, dass es steigt. Und es ist auch eine ganze Weile durch Medienhype, durch sogenanntes FOMO, Fear of Missing Out, also ich habe die Angst, dass ich irgendwas verpassen könnte, angetrieben worden. Und da ist gerade im Dezember 2017 sind da Rekordwerte erreicht worden, wo ein Bitcoin alleine für 20.000 Dollar gehandelt wurde. Der Hype ist jetzt ein bisschen abgestorben und der Markt hat sich ein bisschen korrigiert. Also der ganze Kryptowährungsmarkt ist halbiert worden in den letzten, tatsächlich wenigen Tagen. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen wieder eingerudert und jetzt steht der Bitcoin-Kurs bei 8.000 Dollar. Das heißt aber auch nicht, dass man sich jetzt nur ein Bitcoin kaufen kann, mit 8.000 Dollar. Also ich könnte mir selbst für 5 Dollar einen Teil von Bitcoin kaufen. Der ist beliebig teilbar. Aber gerade durch diesen Medienhype ist natürlich das alles ein bisschen befeuert worden. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt ein bisschen sich abkühlt, weil jetzt auch wirklich mal wieder an das grundlegende Konzept gedacht wird und nicht an diese Gier an Geld zu kommen. Und das hilft natürlich den Unternehmen, die im Fahrtwasser von Bitcoin sich natürlich jetzt auch ein bisschen geschützt gefühlt haben, hilft denen, groß zu werden. Und das ist extrem interessant. Also wenn man sich diesen ganzen Kryptowährungsmarkt anguckt, dann ist Bitcoin zwar hat eine sehr hohe Dominanz, wie man in dem Markt spricht, von ca. 35% der Marktkapitalisierung gehört Bitcoin zum heutigen Stand. Der war aber schon mal viel, viel höher. Und dadurch, dass die Dominanz von Bitcoin etwas sinkt, fließen natürlich jetzt auch Gelder in Projekte, die ein bisschen nicht so Mainstream-mäßig sind, wie zum Beispiel, was ich im letzten Video angesprochen habe. Wabi ist ein relativ kleines Unternehmen eigentlich gemessen, zumindest an Bitcoin. Aber durch diese Kryptowährung können die sich halt auch finanzieren. Und das ist insofern für die Unternehmen sehr positiv, aber auch für mich als Kleinanleger, wenn ich an ein Konzept glaube und sage, die werden richtig groß, kann ich natürlich da sehr früh reingehen. Danke, Tim, dass du uns in die Blockchain-Welt eingeführt hast, dass ich dich mit meinen Fragen löchern durfte. Ich hoffe, Ihnen, liebe Leser, hat es auch gefallen. Wenn Sie mit uns diskutieren möchten über die Blockchain, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.